Wohin? Ja, da wo wir eben waren, müssen wir nochmal hin, ne? Was heißt eben? Ja, bevor wir gestorben sind. Ach, willst du da hinten rüber wieder? Ja, viel ja. Konnten wir da ja nicht machen, ne? Wir haben eigentlich nur, was haben wir da eigentlich bekommen? Klebeband und... Auge. Ich hätte einmal Oxygen Candle. Ich glaube nicht, dass das reicht. Kommt man unten nicht rein? Noch, doch, kann man reinlegen, okay. Ja, ein Auge. Nee, das Auge war doch nicht das Ausschlaggebende. Guck mal, da oben ist doch irgendwas angezeigt. Da in die Richtung dann. Oder? Ja, von mir aus gerne. Da war ich auch noch nicht, genau. Ja. Geh mal dahin. Das habe ich noch nicht. Muss unbedingt ausprobieren. Strahlung ohne Strahlenschutzanzug. Total toll. Kribbelt auch. So ein bisschen. Bisschen. Das ist, glaube ich, da ganz hinten, das Ding. Ich glaube nicht, dass ich bis dahin komme. Ja, wir wollten doch auf dem Weg dahin jetzt das Ding positionieren, oder nicht? Bau das doch so dahin, dass du nicht schlecht hast. Explode, your engineering skills will be reconsidered. I recommend that you investigate the immediate vicinity of radiation protective equipment for flying to the evacuation zone. Ja, wenn ich jetzt, warte mal, wie geht denn das? Also rein kriege ich das hier nicht. Warte mal, dann muss ich das jetzt charge? Okay, das war jetzt doof. Jetzt kann ich das nur einmal benutzen, es ist weg. Ja. Ach, das ist doch doof. Ja, das war jetzt echt für ein, Ja. Ja gut, jetzt haben wir es gelernt. Ja. Super, das hat sich jetzt voll gelohnt. Ich dachte, das kommt man da anbauen oder sowas. Ich dachte auch, sowas. Das wäre, ein Anbauprodukt. Ja. Falsch gedacht. There should have been a joke about fat people here, but it didn't fit into the screen's text field. Was? Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Oh, da ist einer. Havana? Und? Cool. Oh, leck, jetzt ist das Ding auch noch kaputt. Wir haben auch ein Glück, oder? Ja, ist ja gut. Ah, die kann man auf jeden Fall bewegen hier noch. So, schön, jetzt? Ja, ist jetzt da nichts mehr groß. Wir wollten ja da nach 500 Meter, schaffen wir aber nicht, ne? Was ist denn 500? Nach da? Nee, links runter zu dem... Da wollten wir eigentlich hin, zu dem WLAN-Zeichen. Da kann man nicht rein. Ja. Das ist so hohe Strahlung, das hat ich ja eben schon gesagt. Ganze Knicken. Dafür brauchen wir dann den, den Ranzug neuen Raumanzug sozusagen, dann kommen wir da rein. With paint during the crash. Even the service center wouldn't be able to clean it from the inside. It's impossible to repair it. The paint itself also has no value after freezing. Sollten wir mal gucken, was wir jetzt rauskriegen da, wenn wir das Auge da jetzt nehmen, da oben einsetzen. Oder sprich da oben, das wird freischalten so. It's probably the owner of the shuttle with paint. He was engaged in illegal pumping during the crash, judging by the traces of paint on his hands and a huge hose stuck to his face. Hast du eben auch gemacht? Genau. Ach. Gott, nee, ey. Wo ist das Ding? Da oben. Also trotz der Erweiterung der Sauerstoffflasche kommen wir nicht allzu weit damit. Oder wir haben den Ballon hier sehr ungünstig positioniert. Naja, trinken. Wir sind ja vorher auch durch die ganze Weltgeschichte geflogen. So, gleich wieder abnippeln hier. Ja. Guck mal, da ist da was. Da können wir mal gucken gehen. Mhm. Das ist, sieht interessant aus. The safe is private property and the Global Funeral Agency is indifferent to the fact of its opening. The Breath Edge Global Funeral Agency. We lead paint. Das braucht man für irgendwas. Lead paint, das, ich weiß nicht mehr, wofür es war, aber für einen Raumanzug?
Kann sein. Wahrscheinlich ist das die Farbe für den Anzug. Das ist gut möglich. Das braucht man auf jeden Fall, das weiß ich noch. Okay, hier ist nichts. Wir schnell zurück. Dann gehen wir zurück zum Raumschiff, oder einmal? Ja, wir können jetzt eh nicht mehr viel machen. Ja. Von da aus rüber kommen wir nicht. Also wir kommen zwar hin, aber nicht mal heil zurück. Mhm. Hat man eben schon. That's the problem. Wir brauchten, also wenn man mehrere dieser Tanks bauen könnte und hintereinander in Reihe schalten könnte, das wäre cool, weißt du? Das ist immer weiter, also immer erweitern. Kannst du davon dann noch mal bauen? Ja, ich glaube nicht, dass er dann dabei, meinst du? Neun kannst du davon noch bauen, ja klar. Von dem Sauerstofftank jetzt, oder was? Ja. Da können wir mal ausprobieren. Ich kann mir irgendwie zwar nicht vorstellen, dass man erweitern kann, aber... Oder meinst du den wir am Körper tragen? Ja, ja, klar. Achso, nee, ich dachte, du meinst... Ja, der bringt mir doch nichts. Der bringt mir doch nur lokal was. Achso. Das ist klar, dass wir den bauen können. Der Ballon hier vorne ist auch fast leer jetzt so. Wir müssen das Refill-Ding da nochmal dann bauen. Mhm. Da hinten kommen wir auch nochmal hin, unten rechts zu dem. Mhm. Da sind auch nochmal Waren manchmal da. Ja. Da können wir auch nochmal gucken gehen. Ja. Wir lieben Koffein. So, einmal rein. Dann gucken wir mal, was wir jetzt machen können. Equipment. Ach, guck mal. Eckleway. Wie wird das so gesprochen? Ach komm, ist auch egal. Wir lassen es mal. Beschleuniger heißt es doch eigentlich, ne? Complex Burns Opening. Guck mal. You must try not to eat. Food can. Was? Essen kann giftig sein und Wasser und Luft. Ich hab Angst um dich. Ich sorge mich, ne? Was bedeutet das? Dass wir länger, dass wir besser, schneller sind oder was? Yellow, schwarz, das eigentlich. Sieht auf jeden Fall nicht so gesund aus. Das können wir ja bauen. Lead Paint. Paint Lead. Ach komm, wir machen das gelbe mal. Wasser haben wir doch. Ja, ja. Das können wir auch ganz schnell machen, indem wir einfach aufs Klo gehen. Das ist nicht das Problem. Da. Ich soll zu essen und trinken. Wieso? Weiß schon noch. Ist auch wieder so ein Ding, was man nur einmal benutzen kann, oder was? Ja. Gases to echo to the body. Oh, Entschuldigung. Das ist ein Beatmungsgerät irgendwie. Ein Sauerstoffgerät, aber ich habe noch nicht so ganz kapiert. Ineffektiv, wenn du es mit einem gesunden Bauch, also auf einen, ja, das ist, wenn du krank bist. Ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Stomach, ist das nicht auch. Ja, Stomach ist Magen, das stimmt. Was ist denn das? Achso, das ist die Toilette, okay. Das ist einfach zu weit weg. Ich tue mich gerade schwer. Wir bräuchten eigentlich auch einen Handyscrapper wieder. Kommt jetzt alles mit Metall, brauchen wir. Schade. Bei den kann man nur im Handyscrapper platt machen, ne? Ja, das ist jetzt doof. Hätte ich besser erstmal den Handyscrapper gebaut, aber wir können ein bisschen Metall noch so sammeln hier, zum Glück. Bevor wir jetzt da runtergehen, gucken wir hier erstmal. Ja, ich sehe jetzt gerade nur noch die großen Brocken. Siehst du noch was? Nee. Hier vielleicht? Sauerstoff haben wir noch genug. Hier können wir Kabel mitnehmen. Unten. Plastik.
Schnell zurück. Husch, husch, ab ins Körbchen. Hm. Kann man gleich noch ein Päuschen machen für heute? Oder willst du noch sonst ein bisschen? Nee, können gleich Päuschen machen. So, wir gucken mal ganz kurz, oder? 3-mal Metall. Kein Glück. Dann fliegen wir nochmal da runter, oder? Was? Also flieg nochmal da runter, ja. Ja, oder... Hier vielleicht irgendwo? Und so schwirrt das ja schon mal dann durch. Genau. Hier kann man Plastik, oder brauchen wir den Handyscraper für? Und ab geht er, warte mal. Soll ich mal hier gucken? Kann man hier noch irgendwas holen eigentlich? Nee. Nee. Das sieht da, schlecht aus. Da, guck mal rechts. Hoch. Links. Ja, das sind doch... Ach da, ein kleines, ja, Tatsache. Ich dachte, du meinst die großen, die hätten es jetzt nichts gebracht, ja? Nein. Sehr gut, das habe ich nicht gesehen. Adleraugen. Ja. Aber sowas von. Als ob ich hell sehen könnte. Guck, bevor Sauerstoff knapp wurde, war ich schon da. Ja, Handyscraper ist eigentlich essentiell, kann man schon fast sagen. Ja. Ohne den hast du es echt schwer. Besonders wenn du jetzt gleich die kleinen Sachen, die alle abgefarmt haben, dann hat es richtig schwer, dann einen zu bauen, wenn man da nicht drauf achtet. Also dran denken, Handyscraper bauen. Alles Metall mitnehmen auch einfach. Ja, ja. Und flieg mal da runter gleich. Oh, du meinst hinten zu den Kisten? Ja. Hör ich vor. Ich werde noch ein bisschen Metall sammeln, bevor ich gleich wieder denselben Fehler mache. So, wir gehen mal ganz kurz Sauerstoff tanken. Ich weiß nicht, ob wir schneller sind. Ne, wir sind mal eigentlich... Jetzt hab ich mich verhaspelt, wo müssen wir hin da, ne? Nee, andere Seite, rechts. Da unten. Nee. Da will ich doch nicht hin, ich will doch... Ich will doch rechts neben dem Raum. Bin ich jetzt so verkehrt, oder was? Da waren wir doch eben. Hier ist doch die. Hier haben wir doch die. Die Sauerstoffstation, diesen Ballon bekommen. Da müssen wir hin. Dann war ich falsch. Sorry. Warum möchte sie unbedingt, dass wir da sterben? Guck mal, das ist noch ein Astronaut. Den haben wir noch nicht gesehen. It looks like a mail delivery shuttle. Surely it was carrying a lot of useless things, most of which were stolen before loading. Das wird dann nur alles, das bringt aber nichts. Nur Körper. Postboxen. Muss aufpassen, das wegen Sauerstoff, ne? Komm, ich gehe jetzt mal zurück, das ist mir zu wild. Oder ja. Zu link. Ja. Das geht so schnell mit dem Sauerstoff. Ja, 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 alles gut. Ach, dann auch noch. Wir haben noch Durst. Es bleibt nichts erspart hier. Aber zum Glück haben wir es bei. Schuh, zack, und rein da. Und zurück. Mal gucken, was wir noch finden. Entschuldigung. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Brauchbares und Interessantes. Ich meine, zu trinken war ja schön gut jetzt. Aber das kann nicht alles gewesen sein. Hoffe ich zumindest. Das wäre sonst etwas traurig. Hätte ich eben schon angefangen, wie draufzuhauen?
Weil das Ding gleich wieder kaputt ist hier. Oh, leck. Das war doch so klar. Ich sagte es gerade noch, ne? Ah, cool. Damit. Der Tag eines Kosmonauten. Sehr gut, dass wir eben noch ein bisschen Metall abgebaut haben. Das ist hervorragend, könnte man auch sagen. Jetzt können wir uns wenigstens wieder einen Handyscraper bauen. Oder wir bauen uns einfach mal direkt zwei Stück auf einmal. Schon wieder kaputt, das Ding. Vorsicht. Du reißt mir das Kabel hier raus. Vorsichtig. Ich merke, wie vorsichtig du bist. Es ist voll kalt. Ja, ist es auch. Ich habe wieder die Orientierung verloren. Da muss ich hin. Aber du weißt, wie du die Heizung hochdrehst, von daher? Nee, ist schon so spät. Die Heizung mal hoch, wir gehen jetzt schlafen. Oder soll ich sie für dich hochdrehen? Nee. Eigentlich mit der Zeit, oder? Das ist der Bohrer. Achso, genau, ich hatte hier Sätze bekommen. Kann ich das machen? Hier ist das Radio. Rückhalten. Das heißt. Breathage. Can't take a splendid film, oder stand da gerade? Aber klein, ey, hör doch mal. Das ist aber. The toilet looks like a vacuum, irgendwas. Wie ein Vakuum klingt ja. Dass ich höre, das ist der Weltraum. For true heroes. Das sieht cool aus. Badewanne. Im Wasser. Das hat was. Ist wieder von vorne? Ich glaube, ja. Ja. Naja. Keine Frühstücksbilder. Jo, ich würde sagen, wir machen an der Stelle auch erstmal Pause. Ja, erstmal Pause. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.